ich habe früher einfach eine Schülerzeitung rausgebracht. Das war so in der zweiten Klasse, da konnte ich gerade schreiben. Und natürlich erstmal Rätsel. Das Wetter natürlich darf nicht fehlen bei sowas. Fragestellung. Sehr oft wurde ich gefragt, warum Zähneputzen so wichtig ist. Antwort. Wenn man sich nicht die Zähne putzt, dann bekommt man Karies. Das sind Löcher in den Zähnen. Und das kann sehr schmerzhaft sein. Hier ist noch ein Auswahlbild. Dann habe ich auch noch in der zweiten Klasse einen Berufsguide gemacht für meine Klassenkameraden. Und zwar folgendes. Bist du schnell? Hilfst du gerne mit? Dann könntest du eine Feuerwehrfrau oder ein Feuerwehrmann werden. Zeitung gibt es wöchentlich, jeden Montag in der Klasse 2b und 3b. Ah, interessant, okay. Leute, ich glaube es nicht. Ich habe dann sogar so eine richtige Tabelle ausgedruckt, wo sich die Leute dann eintragen mussten, mit wer schon bezahlt hat, Unterschrift und so. Mein Name ist Lara und ich gehe in die Klasse 2b. Eines Tages hatte ich die Idee, eine Klassenzeitung zu machen. So entstand der erste Tintenklecks, bei dem mir Mama noch geholfen hat. Aber es gibt etwas Schöneres, als alleine eine Klassenzeitung zu machen. Eine Klassenzeitung zusammen mit anderen zu machen. Und aus diesem Gedanken heraus ist dieser Tintenklecks entstanden. Und das ist mein Plan. Ich möchte zusammen mit einigen Klassenkameraden diese Zeitschrift regelmäßig herausbringen. Bevor meine kleine Schwester geboren wurde, war ich Einzelkind. Meine Mama und mein Papa hatten viel Zeit für mich. Und plötzlich war alles anders. Mein Papa sagt, traurig sein gehört genauso zum Leben dazu, wie glücklich zu sein. Es ist wichtig, dass wir unsere Gefühle spüren. Nur so bekommen wir mit, wie es uns geht. Wenn ich mich zum Beispiel mit einer Freundin zum Spielen verabredet habe, sie mir aber im letzten Moment absagt, dann bin ich traurig. Und manchmal weine ich dann auch. Es kommt auf jeden Fall auf meinen Lebenslauf. Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Jetzt nochmal richtig von mir eine schöne Begrüßung. Wie geht's euch? Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, würde ich sagen, denn ich habe einfach seit 2 Wochen kein vernünftiges Video mehr rausgebracht. Das tut mir echt leid. Ich hatte einfach super viel mit der Schule zu tun, vor allem sehr viele Projekte, die ich erledigen musste. Aber da wir jetzt mittlerweile Weihnachtsferien haben, habe ich wieder mehr Zeit für YouTube und möchte mir da auf jeden Fall auch wieder mehr Zeit für nähen. Unter anderem ist ja jetzt auch wieder der Jahreswechsel, das heißt, dass wir bald wieder diese ganze Reflexions- und Planungszeit haben, die ich natürlich auch nutzen möchte für meinen Kanal. Also schon mal ein kurzer Spoiler. Ich werde bei TikTok, wo ich Lara Emily Official heiße, jeden Tag ein Video zu diesem Thema auch hochladen. Also ich plane wirklich sehr aktiv zu sein, sehr guten Jahres-Content zu machen. Aber ich will auch bei YouTube mehr kommen. Ich versuche wirklich sehr viel Content zu produzieren, hoffentlich 2 bis 3 Mal die Woche ein Video hochzuladen. Heute sollte eigentlich so ein Tag sein, wo ich mein Leben mal wieder so in die Hand nehme und gucke, was ich machen muss die nächsten Tage. Ein bisschen plane, ein bisschen aufräume. Aber irgendwie ist der Tag jetzt schon wieder halb vorbei und ich habe irgendwie nichts geschafft. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe erstmal Deutschunterricht gegeben, dann habe ich gegessen, dann habe ich mich hingelegt auf die Couch und floh. Und auf dem iPad was gespielt, das heißt vielleicht nicht so schlau. Und dann habe ich halt gerade diese ganzen Tagebücher durchgelesen, bin ein bisschen nostalgisch geworden. Und jetzt ist es mittlerweile schon 14 Uhr. Upsi! Aber naja, ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal einen Plan machen, was ich heute noch so tun muss. Und ich benutze da für so Brainstorm eigentlich momentan gerne die Webseite OrgPad. Und das habe ich euch auch schon mal in einem meiner letzten Videos gezeigt. Okay, ich werde jetzt einmal Personal machen. Dinger, die ich machen muss. Ich habe auch schon mal gestern eine Liste angefangen. Papierkram. Ich habe so viel hier auf meinem Schreibtisch rumliegen. Also dieser ganze Papierkram muss abgearbeitet werden. Eine Lernzettel möchte ich halt auch noch mal organisieren. Oh ja, da möchte ich noch mal ein Bücher raussuchen. So, dann werde ich gleich hier noch jetzt in das schöne rosane Feld einschreiben, was ihr mir unter meinem Community-Post kommentiert habt, also so Content-Ideen, was ich noch kreieren soll. Und dann muss ich noch was weiteres machen, machen wir das Ganze mal. Dann brauche ich auch noch auf jeden Fall einen Schulordner. Ach, leider muss ich noch Schule machen. Und ich werde dann auch nochmal TikTok-Ideen, Inspirationen dann auf jeden Fall und als Link einfügen. Und deswegen werde ich jetzt mal bei TikTok raufgehen und gucken, was ihr so als Kommentare geschrieben habt. Also ich muss auch mal sagen, so unordentlich sieht es eigentlich gerade gar nicht aus. Aber ich möchte auch so einige TikToks filmen über Bücherempfehlungen und ja, da wollte ich jetzt mal ein paar Bücher raussuchen für euch. So ist übrigens jetzt mein TikTok-Setup.
Okay, das war viel zu langsam. Alles nochmal löschen. Wir mittlerweile schon den nächsten Tag, aber ich wollte mich nochmal kurz melden und danke fürs Zugucken sagen. Gestern war noch ein teilweise erfolgreicher Tag, also der hat ja nicht so gut gestartet, weil ich irgendwie sehr viel prokrastiniert habe am Morgen, aber nachdem ich dann meinen Tag ein bisschen geplant habe und angefangen habe, mich hinzusetzen, mein Bücherregal auszusortieren, aufzuräumen und sowas alles und noch ein bisschen für die Schule gelernt habe, war alles gut und ja, ich habe da noch einige Sachen fertig bekommen zum Glück. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Vergesst auch nicht immer noch mal bei TikTok vorbeizugucken, wo ich momentan jeden Tag ein Video hochlade zum Thema 2022 planen und organisieren, falls euch das interessiert. Ich wünsche jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann, tschüss!